Hattest du in der Nacht auch plötzlich so richtig krassen Durst? Ja. Ich bin echt was ausgetrocknet, ne? Und es war so, ich dachte die ganze Zeit so, oh mein Gott, ich will jetzt nicht aufstehen und so. Bist du dann aufgestanden? Ja, ich bin einmal kurz aufgestanden. Was gestern Abend passiert ist, das lag eigentlich. Am schlimmsten war es ja für Justus und Letitia. Also diese dürfte es jetzt immer leichter haben. Morgen, wir haben mittlerweile 6 Uhr morgens, sind um 5 Uhr beide aufgestanden, weil wir heute das Shooting haben und ich habe gerade diese Augenpads drauf. Ich wollte jetzt mal abziehen. Sie sind von Balea. Ich weiß immer nicht, ob sowas was bringt oder eher nicht. Ich frage mich, ob das wirklich Feuchtigkeit spendet. Wow, I look so flawless right now. Oh. Balken. Wir haben gerade noch ein Hörspiel gehört, die 3 Fragezeichen. Das war richtig spannend, ey. Wir sind nicht mehr klargekommen aufs Ende. Boah. Ja, aber jetzt hat nicht richtig getötet. Die 3 Fragezeichen haben es rausgefunden. Ist so. Oh mein Gott, ich habe ein Add-on für meine neue Begrüßung. Yo, yo, mit dem Peace-Zeichen, guck mal. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Okay, aber wenn ich sitze, ist es doof. Dann mach ich's mit den Armen. Yo, yo, yo. So, wir sind jetzt angekommen und ich bin schon am Essen. Die haben voll süß noch Frühstück vorbereitet und so. Und jetzt werde ich gleich geschminkt und meine Haare werden gemacht. Und ja. Oh. Ah. Nein! Mir ist eine Bettrobe runtergefallen. Ich werde jetzt draußen geschminkt, weil hier das Licht besser ist. Ist da der Song? Schau, unser Song. So, ich bin jetzt auf jeden Fall fertig gemacht und jetzt wird ich da gerade hübsch gemacht. Habe ich auch nötig. Ich sag jetzt nichts dagegen. Nein, Spaß, du bist doch so schon wunderschön. Wir haben hier gerade so einen schwarzen Saft irgendwie. Schau mal, der ist einfach komplett schwarz. Ich dachte erst, das ist dieses Wasser, was irgendwie mit so Kohle infused ist. Keine Ahnung, aber ich glaube, das ist einfach nur so ein Saft. Prost. Ja, schmeckt wie so Tee mit ganz viel Wasser, irgendwie. Ich glaube, muss das auch mal probieren. Das geht eigentlich, ne? Ich weiß es nicht. Das soll Saft sein, aber was denn für Saft? Ist das Kohlewasser? Nee, ich glaube, dachte ich erst. Könnte echt sein, weil da sind so kleine Stückchen drin. Schaut mal. Guck mal, da kann ich sitzen. Ich glaube, das ist das Kohlewasser. Und davon wird man schön, glaube ich. So, wir sind jetzt bei der ersten Location angekommen. So Leute, ich darf euch gerade nicht so viel zeigen. Wir sind aber auf jeden Fall gerade auf dem Weg zur nächsten Location. Und wir haben etwas sehr Geheimes an. Etwas sehr, sehr Geheimes. Deswegen könnt ihr gerade eure Gesichter sehen. Ja. Schmeckt der eigentlich? Geht so. So, seit dem letzten Mal haben wir ein paar Mal die Outfits gewechselt. Ich glaube ein oder zwei Mal. Und das habe ich jetzt auch gerade wieder geshootet. Ich glaube, ich muss mich jetzt eigentlich auch wieder umziehen gehen. Und ich habe jetzt gerade auch noch ein Outfit geshootet. Und ja, ich muss mich umziehen. Ist okay. So, wir sind jetzt fertig mit dem Shoot. Ja, wir haben jetzt ungefähr... Willst du auch gerade rechnen? Okay, wir haben 21:15. Wir haben um vielleicht 8:30 angefangen. Das heißt, so für 4 Stunden... Das ist schon wieder Lippenstift-Intensiv. Alles strange, ne? Oh, oh Gott, schock mich. Soll ich das mal aufheben? Wieso? Ich
Franzi hat gesagt, sie mag das Lied nicht. Aber sie geht trotzdem dafür ab für die Kamera. Alles nur für den Block. Es ist richtig warm, Leute. Aber ich kann die Jacke nicht ausziehen, weil ich da drunter nur Unterwäsche anhabe. Ich will sexy sein für dich, weil ich so eine Unterwäsche aufmachen. Komplett auf. Yummy. Yummy, 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 yummy. Gott, ich weiß gar nicht mehr, wann ich gevloggt habe. Ich glaube beim Essen das letzte Mal. Wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen länger wieder zurück. Ich habe in der Zeit noch was gedreht, habe das noch kurz geschnitten. Dann sind wir noch zur Post gegangen, weil ich noch was verschicken musste. Und jetzt sind wir wieder zurück. Hä? Ach, das ist an. Hast du die Karte reingesteckt, Shanti? Was? Im Zimmer? Nee, aha. Wo ist die Karte? Hier. Hier, hier, hier. Ich habe mir so eine... Warte, das Licht ist gerade schlecht. Ich habe mir eine neue Jeans-Shorts gekauft. Die ist so ein bisschen high-waisted. Die ist von American Apparel und die hat voll die gute Qualität, weil die so ein bisschen fester ist und so. Aber ich habe die jetzt eine Nummer... enger geholt, weil ich dachte, die weitet sich dann noch, aber ich bin gerade in der Phase, wo sie sich erstmal so ein bisschen eingrooven muss und ich kann immer, also so, wenn ich so sitze oder so, kann ich kaum atmen. Ist immer so, manchmal mache ich dann einfach so den Knopf auf und denke mir so, ein bisschen Freiheit, ein bisschen den Bauch hängen lassen. Und jetzt wollte ich noch ein Video drehen, ich habe euch ja gesagt, dass ich noch ein Video drehen muss und ich dachte, ich mache jetzt mal ein Fragen- und Antworten-Video, weil das relativ schnell geht und ich muss noch andere Videos schneiden, deswegen kann ich leider gerade nichts Aufwendiges machen. Wie sieht das eigentlich aus, wenn ich die so werfe? So, wir sind jetzt noch die ganze Zeit am Schneiden von Vlogs und ich muss auch noch zwei Hauptkanalvideos schneiden. Und wir haben jetzt schon 12:30 und wir sind eigentlich schon seitdem wir wieder hier sind, so seit 3 sind wir nur so wieder am Videos drehen und so, aber ja. Genau, da geht die Sonne unter. Voll schön. Und auf der anderen Seite geht sie auf. Das ist einfach die perfekte Lage hier. Wir kommen gerade nicht ganz klar. Ich habe gerade meinen Vlog geschnitten. Ich bin auf jeden Fall... Ich glaube, ich habe viel zu wenig getrunken gestern. Ich habe so richtig krasse Kopfschmerzen. Und dann meinte ich da so, hä? Ich so, warte. Warte. Und jetzt meint sie, dass sie genau das Gleiche gesagt hat. Also nicht mit den gleichen Worten, aber... Also ja, Inhalt so der gleiche halt. Inhalt. Weil wenn du guckst auch so raus aus dem Fenster. Ja, was? Schmerzen bekommen. Ich weiß nicht, woran es lag, aber ich glaube, es lag daran, dass ich so wenig getrunken hatte an dem Tag. Wir sind einfach gleich. Das ist echt so. Eine Kopie. Wir sind nicht individuell. Ich und ich haben uns wieder zerstritten. Du stehst da ja immer noch. Okay, es ging darum, erstmal hat es angefangen, unser Streit, dass Ischner meinte, sie hätte, wir hätten 2 Karten gehabt und ich meinte, okay, wir haben, guck mal, wie schön das aussieht. Und ich meinte so, nein, wir hatten nur eine Karte und dann haben wir uns so angeschrien ein bisschen und ich meinte dann so, ja, ich bin mir zu 100% sicher, dann meinte Ischner, ja, ich schwöre. Ja, und das Ende ist dann, ich hatte recht. Das ist die Moral der Geschichte. Ja. Ich hatte mal recht. Weil ich da hat halt generell immer wirklich recht. Und ich bin jetzt einfach beleidigt. Das wäre so echt jetzt. Ja, stell dir mal wirklich vor so. Du wärst jetzt einfach beleidigt, weil ich recht hatte. Und ich lock das dann so. Ich stehe halt trockene Lippen. Ich habe ihr so gesagt, creme die doch ein. Sie cremt die nicht ein. Und jetzt sagt sie, ich hätte sie eincremen sollen. Hä? Hä? Wir stehen immer noch im gleichen. Wir sind gar nicht gefahren. Warte, wir müssen die Karte erfahren. Shanti. Ganz ruhig. Hä? Ich hab's gar nicht gecheckt, dass wir nicht gefahren sind, ne? Ich hab's auch nicht gecheckt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind gerade wieder essen, da wo wir gestern auch waren. Und ich habe schon Salat bekommen. Ich habe so einen Quinoa-Salat mit so ein bisschen Gemüse und so und Pita-Brot. Ja. Und ich würde gerade sagen, der ist vegan. Also der ist ja nicht vegan, das ist Feta-Käse. Und ich warte gerade noch auf Ian.